Frau Hilka, meine Titel sagt ja schon im Prinzip, worum es geht, aber vielleicht können Sie ja nochmal erläutern. Haben Sie vor, aus unseren Unternehmern Digital Natives zu machen, also Leute, die das Internet nutzen, um ihre Produkte zu verkaufen? Ich fange vielleicht nochmal mit der Buchidee vorab an. Ich habe festgestellt, dass es noch keine Bücher gibt, die Social Media für Unternehmer behandeln. Und das war mir wichtig, und zwar keine Bücher, die aus USA übertragen werden, weil die amerikanischen Regeln nicht unbedingt für Deutschland anwendbar sind. Und ich wollte ein Buch schreiben, was auch mehrere Netzwerke behandelt, nicht nur für Facebook oder Twitter. Und die Frage mit den Digital Natives, ja, das ist ganz spannend. Das war der Einstieg oder ist der Einstieg ins Buch. Das sind die ab 1980 Geborenen, die ein ganz anderes Medienverhalten haben und die oftmals mit klassischem Marketing nicht mehr erreichbar sind. Und das Buch beschreibt, warum Unternehmen heute im Marketing anders agieren müssen, weil Menschen anderen Menschen in Social Web mehr vertrauen als klassischer Werbung. Also wie kann man das Buch als Unternehmer einsetzen, zum Beispiel was strategische Konzeption anbelangt? Im Bereich Strategie beschreibt das Buch die Stories von den großen Vorreitern wie Dell, wie Chibo und wie IBM, wie die das einsetzen mit Enterprise 2.0, das ist der interne Einsatz von Social Media, oder auch Crowdsourcing, wie man neue Produktideen generiert mit Social Media. Und anhand dieser Stories kann man lernen, welche Fehler man vermeiden kann. Und ich denke, das ist für viele Unternehmen ratsam, die nicht jeden Fehler selbst nochmal erleben wollen. Wie setzt man Twitter, YouTube, Xing, also hinsichtlich von Marketingkonzepten ein? Man muss erstmal wissen, wo die Zielgruppe unterwegs ist in Social Web, wählt dann diese Netzwerke aus und macht dafür ein Marketingkonzept. Ganz wichtig ist, und das ist der Königsweg bei der Geschichte, dass man virale Effekte auslöst. Das heißt Empfehlungen, dass ein Kunde sagt, wow, das war richtig klasse und sagt, gefällt mir, schreibt einen Kommentar oder schickt einen Film weiter. Mhm. Und das ist das Tolle daran. Und wie man das erreichen kann, das beschreibe ich in dem Buch. Darf ich da mal kurz nachhaken? Also virales Marketing ist ja ist ein geflügeltes Wort. Birgt das nicht auch gewisse Risiken für Unternehmen? Das Buch ist gerade für Unternehmer gemacht, die sich noch nicht tiefgehend damit beschäftigt haben, die noch prüfen und dabei sind, ob das der richtige Weg ist fürs Unternehmen. Und man muss sehr stark die Spielregeln kennen und diese Online-Reputation wahren, von der Sie gerade gesprochen haben, dass man ehrlich, transparent und offen damit umgeht und keine Blogger kauft beispielsweise. Wie sieht es mit Kommunikationsdingen aus? Also wie setzt man da, wie können Unternehmen also Social Media nutzen, um ihre Kommunikation voranzubringen? Das fängt wieder an mit der Online-PR, also wie verbreite ich die klassischen Pressemitteilungen neu und erhöhe die Reichweite im Netz, dass ich gefunden werde, meine Produkte und auch meine Communities, die ich fördern will. Eine Fanpage bei Facebook lebt nicht alleine davon, dass sie besteht, sondern sie braucht Fans, sie braucht Freunde, sie braucht Kommentare. Und das brauche ich durch diese, das agiere ich dann, das mache ich dann auch mit diesen viralen Effekten, das unterstütze ich damit. Und in der Kommunikation gibt es beispielsweise noch spezielle Möglichkeiten wie Newsrooms für Presseleute, die das eben mit Film vermischen oder auch Blogs und Foren, wo man nicht nur mit den Journalisten den Kontakt fördert, sondern auch direkt mit den Kunden. Das ist ja eine sehr arbeitsintensive Aufgabe. Das heißt, da muss man ja wahrscheinlich ein ganzes Heer von Leuten mit beschäftigen, also die diese Seiten dann auch pflegen, oder? Das ist genau auch das Risiko, dass man sich verzettelt. Deshalb ist es ganz wichtig, einen Schlachtplan zu haben, eine Marketingstrategie zu machen, sonst verliert man sich da drin. Ja. Zum Vertrieb, Personal, also Personalfragen, vielleicht können Sie da noch was sagen. Es gibt immer weniger qualifizierte Mitarbeiter und die wollen umworben werden. Das macht man mit Films heute und dass man sich als Arbeitgebermarke präsentiert. Employment Branding ist dann das Stichwort dazu. Ich habe zum Beispiel die Telekom in meinem Buch dazu interviewt, wie die das macht, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Auch wiederum mit Film, mit Interaktion und mit vielen Serviceangeboten drumherum. Vielen Dank, Frau Hilka. Ich glaube, das waren einige sehr hilfreiche Tipps und das Buch ist wirklich sehr verständlich geschrieben. Und weiterhin viel Erfolg für das Buch. Danke, dass Sie hier waren und viel Spaß noch auf der Buchmesse. Dankeschön. Danke.